Dieses DSD-Tool hat die Aufgabe, IP-Adressen vom Servern zu listen bzw. zu speichern. Man kann sich die IP-Adressen hier rauskopieren, rechte Maustaste kopieren und dann sie einfach weitergeben. Hier ist ein Verlauf der letzten IPs. Es ist sehr hilfreich, wenn man irgendwo auf einem Server war und vergessen hat, wie der hieß oder so. Es sind fünf, glaube ich, oder sechs letzten IPs, habe ich hier in History reingemacht. Wer wirklich denkt, es ist ein Virus oder sowas, der kann rechte Maustaste hier drauf gehen, weil es ein HTML-basiertes Tool ist, was in der Excel-Format umgeschrieben wurde, kann also auch hier sich den Quellcode anzeigen lassen und sehen, dass da alles ja einfach nur harmlose Parameter sind. Nichts Besonderes. Das ist einfach ein Container mit einem Icon und ein bisschen Links dazu und die Aufgabe, auf den Pfad zuzugreifen, wo sich der letzte Server befindet. Ja, also keine Panik streuen, wenn du keine Ahnung hast. Halt einfach den Mund, ja? Am besten. Und dieses Tool hat die Aufgabe, Leuten zu helfen. Und ich benutze es gerne, weil ich das echt vermisst habe, eine vernünftige History für Daisy. Ja, das ist dann alles. Danke.